Hallo meine lieben Survival- und Strategiespielfreunde da draußen und herzlich willkommen zur Spielevorstellung von Mittelborg City of Mages. Was ist Mittelborg? Ja, es ist im Grunde tatsächlich ein Survival-Strategiespiel. So etwas habe ich noch nie gesehen. Man muss sich genau überlegen, wie man seine Stadt ausbaut, um auf bestimmte Events reagieren zu können. Also dieses Spiel ist, das sage ich gleich am Anfang dazu, es ist ein Indie Early Access Spiel vom Entwickler Armatur Games und dem Publisher Asterion Games, die mich beide getrennt voneinander, das ist das Lustige, gefragt haben, ob ich dieses Spiel euch nicht zeigen möchte. Und darüber hinaus haben sie mir da noch so ein halbes Dutzend Keys zur Verfügung gestellt, die ich an euch verlosen darf. Und das mache ich auch, und zwar am Dienstag, den 4.12.2018, also aus eurer Sicht übermorgen. Vielleicht aber auch erst morgen, je nachdem, wann ihr das Spiel... Video halt guckt, na, wenn ihr es heute am 1.12. anguckt, dann ist es übermorgen. Ja, wir verstehen uns. Also auf jeden Fall, das Spiel gibt auf Steam. Ich verdiene rein gar nichts daran, wenn ihr es dort kauft. Ich verdiene auch rein gar nichts daran, wenn ihr es nicht kauft und auch schon gar nicht daran, wenn ihr das jetzt hier... Also ich verdiene gar nichts daran. Das sage ich gleich mal dazu. Das Einzige, was ich hier bekommen habe, ist sozusagen das Spiel, um es euch hier vorstellen zu dürfen. Und ja, ich mache einen Stream dazu, weil ich darum gebeten wurde. Das ist einfach sozusagen mein Freundlichkeitsdienst an den Entwicklern und an den Publishern dafür, dass sie mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben. So läuft der Hase. Ja, am Dienstag ab 20 Uhr auf twitch.tv/mörb. Beschreibung ist unten in der Videobeschreibung, wie ihr dorthin gelangt. Seid einfach dabei, wenn ihr das Spiel versuchen wollt zu gewinnen. Ansonsten, wenn ihr es euch kaufen wollt, weil ihr es vielleicht nicht gewonnen habt, es kostet maximal 12,49 € auf Steam. Das ist momentan der Early Access Preis. Ist sogar noch um 10% reduziert. Da sind wir dann bei 11,24 €. Aber ihr wollt natürlich jetzt erstmal wissen, was ist Mittelborg? Und deswegen starten wir jetzt einfach mal ein neues Spiel. Eine Sache vielleicht noch zu sagen, ganz kurz. Das Spiel ist von russischen Entwicklern, was aber nicht zur Sache tut, denn man kann das Spiel auf Englisch spielen. Leider nicht auf Deutsch. Ich hoffe, sie bringt es irgendwann nochmal auf Deutsch. Vor allem, weil es halt rein Text unterstützt ist, halte ich diese Möglichkeit zumindest für möglich. Ist aber wahrscheinlich auch die Frage, wie viel Geld sie damit verdienen und dass sie das vielleicht noch alles nachpatchen können. Gut, legen wir los. Neues Spiel. Ich habe es auch schon mal angespielt, damit ich grob weiß, um was es geht. Und damit beginnt jetzt erstmal so eine kleine Einführung. The universe has no end, but has a beginning. It spins around Mittelborg, a world between worlds. Also das Universum hat kein Ende, aber es hat einen Anfang. Es dreht sich um Mittelborg, eine Welt zwischen den Welten. Und das sieht ja so aus, ne, als ob sozusagen Mittelborg mehr oder weniger sozusagen wie so ein Atomkern ist. Also es ist im Zentrum der Atomkerne und um es herum drehen sich die Elektronen wie die Planeten. Ich finde das Bild so geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Bild ist mega, mega gut. Aber die Geschichte geht weiter. It is a city of mages that govern equilibrium in the world and they are ruled by great chancellor. Also, es ist die Stadt der Magier, die das Equilibrium, also quasi die Ewigkeit oder so in der Art und Weise, beherrschen bzw. regieren. Und sie wiederum werden regiert vom Großkanzler. Chancellor's task, to watch over the world tree. If it does, everything will perish and now it is dying. Das ist irgendwie ein bisschen verwirrend geschrieben, ich weiß nicht genau, was sie damit sagen wollen. Also die Aufgabe des Kanzlers ist, über den Weltenbaum zu wachen, den Baum des Lebens zu wachen. Wenn er stirbt, wird alles dahinscheiden, wird alles sterben. Also im Grunde steht da halt dieser riesige Baum und wir passen darauf auf, dass der nicht kaputt geht. Und der kann sehr, sehr leicht kaputt gehen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Because the throne is empty, Mittelborg needs a new chancellor. And so it happens that Worldtree has chosen you. Also, der Thron war leer und der Weltenbaum hat entschieden, dass wir der neue Kanzler sein. Und das ist jetzt hier diese Herrscherkrone, die ich anklicken muss. Also ich muss sie annehmen. Ja, und jetzt sind wir im Spiel drin. Normalerweise würde es ein Tutorial kommen. Das Tutorial sparen wir uns jetzt allerdings an der Stelle. Denn, wie gesagt, ich habe das Tutorial schon gemacht und ich kann es euch selber erklären. Wir haben jetzt hier drei Distrikte. Also genau genommen sind es eigentlich vier. Den Weltenbaum selber, das ist der, den können wir nicht anfassen. Der hat hier oben Lebenspunkte. Der hat momentan 100 Lebenspunkte. Wenn seine Lebenspunkte auf 0 fallen, ist Game Over. Sind wir tot. Das müssen wir verhindern. Wir haben dann hier noch sozusagen das Guardshaus hier mit unserer kleinen Festung. In diesem Festungsdistrikt. Das können wir auch ausbauen. Da können auch noch mehr Gebäude drin sein. Genauso wie auch hier bei der Aegis. Das ist sozusagen
Ein Turm, der macht so eine magische Aegis, so ein Schild, so einen magischen, um Mittelborg herum, der verhindert, dass magische Stürme dem Weltenbaum Schaden zufügen können. Gleichzeitig wiederum gibt es dann irgendwelche dimensionale Raids, wo halt irgendwelche anderen Wesen aus anderen Dimensionen hier quasi angreifen. Das verhindert dann quasi hier wiederum die Garde, also die Guard, weil die ansonsten auch Schaden an diesem Weltenbaum anrichten würden. Dann haben wir hier noch den Handelsdistrikt, da können wir am Anfang erstmal nur, ich klicke mal rein hier, sogenanntes Äther, also man könnte auch sagen Mana, das hier, Äther, produzieren, 50 pro Tag. Das Interessante ist bloß quasi, also jedes Mal, wenn ich End of Day mache, kommt komischerweise nicht nur immer ein Tag, sondern es werden komischerweise immer 3 Tage gespielt. Warum, bitte fragt mich nicht, es ist halt so. Die muss ich halt ansammeln, um zum Beispiel, hoppala, war jetzt laut, hier jetzt Beschädigungen zu reparieren, aber auch um einen Distrikt aufzuleveln. Zunächst einmal reparieren wir jetzt hier einen Distrikt. Ich bin mal der Meinung, wir machen das jetzt hier mal so, dass es jetzt hier noch bezahlbar bleibt. Ich gebe jetzt mal hier, keine Ahnung, 30 aus. Ihr seht, ich muss es hier einstellen an diesem lustigen kleinen Zahnrad. Kann ich hier hin und her schieben, ne? So nach dem Motto, ich will gar nichts reparieren, ich will alles reparieren. Und ihr seht, das kostet mich dann bis zu 50 von diesem Äther. Und ich habe natürlich nur 75 gerade eben. Ich muss erstmal welchen ansammeln. Aber ich möchte auf jeden Fall jetzt hier erstmal was reparieren. Und da klicke ich jetzt hier drauf. Zack. Und jetzt ist das entsprechend hoch repariert. Und jetzt habe ich immer noch 45. So, jetzt kann ich hier natürlich hier nicht mehr aufleveln. Das müssen wir also später machen. Dasselbe gilt allerdings jetzt hier auch für die Aegis. Ich möchte die Aegis auf jeden Fall aufleveln. Ich mache jetzt hier auch sogar. Das geht gar nicht. Ich mache jetzt hier das Maximum für die Aegis. Das geht. Ihr seht, wir sind dadurch jetzt hier so auf 47 von 50 gekommen. Und wie das Spiel eigentlich funktioniert, ist relativ simpel. Wir haben also quasi jetzt hier Lebenspunkte für die Barriere, gegen die magischen Stürme. Die magischen Stürme sind aber auch gleichzeitig wiederum dafür verantwortlich, dass dieses Ding hier, unsere Windmühle, die den Äther aus dem Universum extrahiert, wenn es quasi an uns vorbei hier fliegt, quasi hier für uns wiederum Äther quasi gesammelt wird. Also das Ding ist so ein Äther-Collector, ein Äther-Extraktor. Der sorgt dann wiederum dafür, dass wir dann wiederum die Macht haben, um hier alles zu reparieren, alles auszubauen und so weiter und so fort. Dann haben wir wiederum quasi hier wiederum die Lebenspunkte von den Guards. Und wenn halt die Barriere und die Guards quasi keine Lebenspunkte mehr haben und dann immer noch Schaden übrig bleibt, wird dieser Schaden auf den Weltenbaum übertragen. Und den zu heilen ist gar nicht so ohne weiteres möglich, denn ich kann ihn nicht anklicken. Der heilt mit der Zeit langsam, der heilt über Events, die stattfinden, oder bekommt auch Schaden über Events. Also ich habe jetzt schon zweimal das Spiel so ein bisschen angespielt, um zu gucken, wie es so grob geht, um es euch erklären zu können. Und es ist bockschwer. Wir haben dann hier noch quasi unsere Kammer, unseren Herrscherpalast. Da gibt es Quests für uns, Be Reborn. Ich habe keine Ahnung, wie man reborn wird, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ganz oft sterben werde. Hier gibt es noch Chroniken, Achievements. Die Achievements sind auch schon ein bisschen fortgeschrittener durch mein Spielen, wie ihr seht. Bin schon ein paar Mal gestorben. Gibt noch hier Traits und Spells, also wir können selber noch Zauber lernen. Aber die müssen wir erst noch lernen, beziehungsweise uns erst noch aneignen. Das passiert dann alles durch das entsprechende Ausbauen hier dieser entsprechenden Gebäude. So, und wir haben noch eine Sache, die habe ich noch gar nicht erklärt. Wir haben hier Magier. Es ist ja schließlich die Stadt der Magier. Wir haben am Anfang erstmal 3 Magier und können uns überlegen, ja, wo will ich denn diese Magier reinpacken? Gehen wir mal jetzt hier rein. Ich kann jetzt hier einen Magier reinpacken. Und dadurch, dass ich jetzt hier einen Magier hier reinpacke, produzieren wir mehr Äther pro Tag. Ich mache jetzt allerdings erstmal bloß einen Magier hier rein, weil wir können auch die Magier in diesen Gebieten hier einsetzen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Magier hier reinpacken und dadurch entsteht hier quasi so ein 10% Wert. Das passiert übrigens auch, wenn er das hier bei der Barriere macht. Was genau bedeutet das? Ja, wir bekommen dann 10% weniger Schaden durch solche Attacken, die hier stattfinden. Also das wird einfach wie so eine Art Rüstschutz absorbiert. Wenn wir also 50 Schaden bekommen würden, würden dadurch 5% absorbiert werden. Also 5, dann kämen nur noch 45 durch. Ist doch eigentlich ganz, ganz cool. Und deswegen packe ich jetzt hier erstmal überall einen Magier rein. Ich habe jetzt hier keinen mehr übrig. Das heißt, ich habe jetzt alle meine Magier verbraucht. Verbraucht ist vielleicht falsch. Ich habe sie sozusagen eingesetzt. Weil ich jetzt nichts mehr habe, kann ich jetzt eigentlich gleich nur noch End of Day machen. Ich zeige euch nur noch ganz, ganz kurz in mein Inventar. Das ist relativ leer. Es gibt auch noch Heiltränke oder generell Tränke. Das ist nicht nur Heiltränke, sondern alle möglichen Arten von Tränken, die wir finden, aber auch selber herstellen können. Dann gibt es noch Schriftrollen, die uns bei Events helfen, die wir auch kaufen können.
Und dann noch Artefakte, die wir angeblich auch finden und herstellen können. Und es gibt noch viel mehr. Aber dazu müssen wir erstmal unsere Gebiete gelevelt haben. Ich mache es End of Day und dann wird es hier richtig rund gehen. Erster Tag. Das ist jetzt ein magischer Sturm. Und so wie ihr seht hier, ne, gab es ein richtige Barrage hier. Dunkle Wolken zogen auf und haben mit lila Blitzen aus dem Himmel quasi auf unsere Stadt eingeschlagen. Und unsere Stadt hat zwar standgehalten, aber unsere Barriere hat 38 Schaden bekommen, wovon 4 Stück absorbiert worden sind. Ne? Diese 10% wurden aufgerundet, jetzt hier quasi absorbiert von dem Magier. Und dadurch haben wir am Ende nur 34 Schaden auf unsere Barriere bekommen. Das Problem ist bloß, es gibt jetzt noch ein zweites Event. Das hätte nochmal genau dasselbe sein können. Das ist dann immer ziemlich kacki, um es mal so zu sagen. Wenn zweimal dasselbe passiert, dann schlägt es meistens durch. Aber wir haben jetzt diesmal ein anderes Event. Und zwar Hired Beams. Okay, my lord, that's terrible news. The roof of the hall won't hold for long. It may collapse any time if we don't replace the old beams. They are the eight of the tallest pine and thick as the oak. They came ages ago from Tren, but sending for them now could be dangerous. Ich habe keine Ahnung, warum das O heißt. Also auf jeden Fall, es gibt irgendwelche ganz, ganz wichtigen alten Strahlen, die so dick sind wie, keine Ahnung, alte Eichen. Die sind, ja, irgendwelche dicken Säulen. Die müssen wir jetzt irgendwie ersetzen. Und jetzt kommt es zu einer ganz, ganz wichtigen Mechanik. Wir haben jetzt hier die Wahl, was wir tun. Und es gibt immer noch eine vierte Wahl, die in der Regel immer ausgegraut ist. Da können wir eine Schriftrolle verwenden. Aber auch nur, wenn wir diese Schriftrolle haben. Und diese Schriftrolle ist grundsätzlich immer die beste und effizienteste Lösung eines Problems. Das weiß ich jetzt schon, das wird nämlich im Tutorial erwähnt. Das Problem ist bloß, am Anfang hast du das erstmal nicht. Das heißt, ich habe jetzt dadurch, dass ich die Schriftrolle nicht habe, jetzt so ein bisschen so ein Lackmodus oder Pechmodus. Ich muss jetzt einfach hoffen, dass die Entscheidung, die ich treffe, die richtige ist. Ansonsten kann es sein, dass meine Barriere Schaden nimmt, dass meine Guard Schaden nimmt, dass ich hier Dingens verliere oder dass der Weltenbaum Schaden bekommt. Mal sehen, was haben wir denn als Search for New Beams in Tren. Also man könnte sozusagen nach neuen, also Strahlen hier quasi suchen. Wir können das Dach einfach mit Lehm reparieren oder chop new beams from the tree. Also, das heißt also quasi, dass ich dann den Weltenbaum quasi wahrscheinlich selber beschädige, um das Ganze jetzt hier zu reparieren. Ja, das Problem ist halt quasi, weil es ansonsten jetzt halt wahrscheinlich reinregnet. Ne? Ach komm, wir machen es einfach mal mit Lehm. Das ist garantiert eine doofe Entscheidung. Okay, some things are to be left the way they were designed. I don't know the exact reason, but the clay fixed or did suck out a significant amount of magical protection. We have to find a different way to fix the roof. Okay, also unsere Schadensresistenz wird jetzt permanent um 1 reduziert und wir haben den einkommenden Schaden ebenfalls quasi irgendwie dadurch erhöht, was jetzt nicht so toll ist. Wir haben jetzt hier 111 von der Magie bekommen. Die Magie, Problem ist, wir müssen sie trotzdem jetzt hier einsetzen, um hier zu reparieren. Das ist jetzt momentan das Problem. Also, wie gesagt, ich werde es hier mal zack die Buff einfach mal hier alles reinklatschen, um erstmal alles jetzt hier auf Vordermann zu bringen. Und schon sind wir eigentlich quasi am Anfang jetzt erstmal wieder pleite, ne? Ich kann jetzt hier schon wieder nichts mehr machen. Wir machen sofort wieder End of Day. Und was kommt dieses Mal? Wieder Wolken, wieder ein magischer Sturm. Wow, der war heftig. Ihr seht, also, da hat jetzt tatsächlich die Barriere, der, also, das ist halt leider auch ein bisschen random. Das kann ziemlich hart sein in diesem Spiel. Hat voll durchgeschlagen, wie ihr seht, ne? Der Weltenbaum hat sogar Schaden genommen. Trotz der Reduktion. Und es gibt einen Raid. Da wird jetzt hier unsere Garde angegriffen, aber die hat es geschafft, das Ganze abzuwenden. Boah, ist das Pain. Also, das Problem ist halt echt, das Spiel ist halt extrem bockschwer. Es ist bockschwer und ich glaube, das Problem ist halt quasi, man kann sich eigentlich in den meisten Fällen gar nicht leisten, immer alles zu reparieren, immer alles wieder auf die voll hoch zu reparieren. Also ich zumindest habe noch keine Möglichkeit gefunden. Ich will da nochmal 2 reinsetzen. Immerhin bei beiden bei der Hälfte. Und ich möchte jetzt endlich mal etwas upgraden. Ich grade jetzt mal das hier ab. 50, zack. Dass ihr auch mal seht, was dann passiert. Ja, dadurch entsteht jetzt hier quasi ein Tor.
Und dieses Tor, ein Portal, da kann ich jetzt Magier für einen geringen Obolus in andere Dimensionen schicken. Und was das bringt, ist relativ simpel. Also ihr seht, dadurch, es kommt überall so bis zu drei Gebäude am Start. Da kann ich dann hier unter Umständen solche Sachen finden. Also, wie zum Beispiel ist hier Soul of the Firefly, ein Tier 1 Trank. Restore Magical Barrier each Tempest Day by 5%. Also das Ding sorgt dafür, dass ich halt einfach jeden Tag quasi dann 5% regeneriere. Ich weiß nicht, wie oft das Anwendung findet. Wahrscheinlich nur einmal, aber ist trotzdem ganz nice, wenn man dann hier nochmal ein bisschen was regenerieren kann. Dann gibt es hier dasselbe für die City Guards mit dem Wine of the Third Epoch. Also mit dem Wein der dritten Epoche. Living Tar heals the World Tree every day. Oh, das ist geil. Also das Ding heilt den Weltenbaum. Voice of Steel, Art of War Scroll used in Events. Das ist so ein typisches Scroll. Dann haben wir hier die Memory of Earth, auch eine Schriftrolle. Genauso wie das. Also ihr seht hier, da kommt eine ganze Menge Schriftrollen. Und ich habe momentan keinen Magier frei. Den muss ich jetzt natürlich erstmal rausholen. Ich hole mal den Kollegen hier raus, weil ich brauche die Verteidigungsanlagen ganz, ganz dringend. Es gibt hier verschiedene Schwierigkeiten, wie schwer sozusagen diese Welten sind. Am Anfang sind die alle ziemlich easy. Das bedeutet aber auch, dass ich weniger Belohnung bekomme. Also ihr seht, es ist sehr, sehr unterschiedlich, was man hier so bekommt. Oder was man bekommen kann, besser gesagt. Je nachdem, wo man halt quasi die Leute hinschickt. Ich persönlich bin jetzt ein Fan von dem hier, weil er hat eine coole Auswahl. Das kostet mich genau die 5, die ich jetzt noch habe. Und einen Magier, zack. Den verbrauche ich dadurch nicht. Der ist bloß auf Expedition. Der kommt auch wieder. So. Das, ihr seht jetzt hier, das Gebäude jetzt hier auf das nächste Level zu bringen, kostet 150. Allerdings erhöht das dann jetzt erstmal nicht sozusagen quasi noch, dass wir nochmal ein weiteres Gebäude bekommen, sondern da gibt es nochmal eine Zwischenstufe. Das nächste Level up erhöht dann quasi hier unsere Hitpoints für dieses System. Genauso auch hier. Also das zweite Level up, also Level 3, also momentan haben wir ja Level 1, und Level 2 ist jetzt das hier, und Level 3 wäre dann Hitpoints erhöhen. Und was bei Level 4 ist, weiß ich nicht, da bin ich noch nie hingekommen. Dasselbe gilt auch quasi jetzt hier für dieses Gebiet hier. Wenn ich jetzt hier ein Level-Up machen würde, dann würde jetzt hier der Handelsdistrikt dazukommen. Und ich könnte dann hier entsprechend Tränke und so Gedöns kaufen. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Nächster Tag. Wir werden sowas von sterben. Es gibt auch positive Effekte. Ah, Eye of the Storm. Wir haben richtig Glück. Ah, wir sind im Auge des Sturmes, Leute. Aber das heißt nicht, dass der Sturm rum ist, ne? Manche Leute glauben ja quasi, also das kommt ja leider immer wieder vor, das muss ich kurz mal einfließen lassen, dass Leute im Auge des Sturmes, also durch den Irrglauben, dass der Sturm vorbei ist, bei einem Hurricane zum Beispiel, glauben sozusagen, dass der Sturm vorbei ist. Ist er aber dann nicht, ne? Das Auge des Sturms ist absolut windstill. Aber der Sturm wirbelt um dich herum. Und bei Hurricanes kommt es immer wieder vor, dass Leute dann quasi in den USA und so ihre Häuser verlassen, die das einfach nicht wissen und deswegen ja quasi zu Tode kommen oder sich schwer verletzen, weil die halt glauben, dass der Sturm vorbei ist, aber er ist nicht vorbei. Das heißt, wenn plötzlich in solchen Situationen der Sturm aufhört, bleibt noch versteckt. Das ist mein Tipp an euch, falls ihr jemals in diese Situation kommt. Erst wenn ihr wirklich lange, lange gewartet habt, also Stunden, und nichts mehr passiert, kein Windchen mehr kommt, dann ist der Sturm vorbei. Und normalerweise endet ein Sturm auch nicht abrupt. Ne? Also normalerweise nicht, sondern der lässt nach. So viel dazu. Also wir haben jetzt hier erstmal einen positiven Effekt gehabt und... Boah, doppelt Glück gehabt. Das Leben meint es gut mit uns. Wir wurden nicht gequält. So, Mages have returned from expedition, scouting in the Anthrax. Items found, Soul of the Firefly. Unsere magische Barriere, wenn ich es verwende, regeneriert dadurch jetzt quasi ein paar Punkte immer. Sehr, sehr geil. Ich möchte das Ding jetzt hier auch gleich eingesetzt haben. So, use, Bams. So, jetzt werden wir quasi jetzt hier erstmal jedes Mal hier regenerieren. Also ich hoffe wirklich jedes Mal. Und ich bin am überlegen, also ich werde jetzt erstmal das hier ableveln. Ups. Dadurch entsteht jetzt hier quasi, wie gesagt, das hier. Für 40 kann ich jetzt das Stone-Elixier kaufen. Erhöht unsere physikalische Resistenz um 10%. Für 2 Äther kann ich hier auch quasi das immer wieder hier randomisen. Mache ich jetzt aber nicht. Ich werde jetzt hier erstmal nochmal für so 24 das hier wieder hoch reparieren. Also man muss halt da wirklich gucken, dass man hier seine letzten Punkte dann noch so sinnvoll einsetzt. Und so leveln wir uns jetzt halt langsam nach oben, ne? Ich bin gerade eben am überlegen, ich glaube, ich setze jetzt diesen Magier hier wieder ein, denn ich habe jetzt gerade eben keinen Äther mehr übrig. Ich hätte ein bisschen Äther aufheben sollen, um nochmal eine Expedition rauszuschicken. Das wäre vielleicht smart gewesen, habe ich aber verkackt. So, End of Day. Bitte nichts wieder Schlimmes, bitte, 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 bitte. Ah.
Ja! Oh, haben wir ein Glück! Aber ihr seht es schon, wir haben jetzt hier schon immer so 3 Tage. Das ist der 2. Tag. Wild Child, ein Event. Great God, Sire. I've seen a child standing upright, a baby with the faith of an old man. He's there, waiting at the gates. He's telling that he needs to see you. And I have no slightest what to do. Also gut, jemand kommt zu uns, einer unserer Diener oder sowas in der Art und Weise, und der sagt quasi, um Gottes Willen, Sir, ich habe gerade eben ein Kind gesehen, fast wie ein Baby mit dem Gesicht eines alten Mannes ist, und es will uns unbedingt sehen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Bring him here, kill him, genau. Bring him to the hall. Ja, bring him here, würde ich sagen. Bring him here. Mal gucken, was passiert. Oh! Zum Glück habe ich den schon verwendet. Also ist nichts Schlimmes passiert. I am awful sorry, Sire. He just walked so funny with this baby belly and all. I chuckled and that was it. He went berserk the very same moment a mighty wizard was he, I tell you. Was? Er musste ihn also töten oder was? Oder wie? Nee, er ist irgendwie sauer geworden, weil er lachen musste, weil er irgendwie wie so ein Baby halt gelaufen ist. Und es war ein mächtiger Zauberer. Ja, dadurch wäre jetzt, wenn wir noch einen Trank gehabt hätten, ein Random Potion quasi gespoilt. Ist aber zum Glück nicht passiert, denn wir haben ja eh keinen. Und wir haben nochmal Eye of the Storm. Oh Gott sei Dank haben wir mal Luck. Und ihr seht, jetzt haben wir auch mal hier 165 angesammelt. Warum? Weil es 3 Tage abgelaufen sind. Warum es mal 2 oder mal 3 Tage sind, weiß ich nicht. Aber mit diesen Werten können wir jetzt arbeiten, Leute. Ich bin am Überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt hier upgrade? Ich habe das noch nie gemacht. Ich will das mal machen. Was bekomme ich jetzt? Ah! Was ist das jetzt hier? Oh! Wir machen jetzt 150 pro Tag. Wow! Okay, das heißt, ich brauche diesen Magier hier drin definitiv nicht mehr. Das heißt, allein schon bei 2 Tagen sind wir voll. Ich hoffe, dass wir das irgendwie auch nochmal ausbauen können. Ich weiß bloß nicht wie. Das heißt aber, dass ich jetzt einen Magier jetzt hier auf Expedition schicke. Der kann ja einen Druidenblut mitbringen. Increase Aegis by level by 1 and... Until the end of the next Serenity. Das ist cool. Sweat of a Fighter. Legio kann ich auch. Also die Legio ist ja das hier. Also das hier ist die Aegis, das ist die Legio und das ist das andere. Dann hier Tales of the Merchant, genau. Increase Adventum, also Adventum heißt das Ding hier. Also das erhöht das Level von dem Ding bis zur nächsten Serenity. Okay. Serenity. Was hieß nochmal Serenity? Ich weiß, das ist ein Film dazu. Ach, was? Gelassenheit? Also im Grunde bis zum nächsten Level oder wie oder was? Also bis zur nächsten Runde. Ich habe keine Ahnung. Was auch immer eine Serenity ist, das hat mir das Tutorial nicht erklärt. In diesem Spiel hier weiß ich zumindest nicht. Was ist das jetzt hier? Hallo? The Traveler's Secret reduces the risk of an expedition failure by 3%. Also ihr seht, die können halt auch schief gehen. Je nach Schwierigkeitsgrad. Das kann sehr, sehr ungeil werden. Und the Scroll of the Enlightenment. Ah, komm, was mach ich? Schick ihn jetzt dahin. Turnende. What will happen? Oh nein! Barrage! Aber die magische Barriere hat standgehalten. Sie hat standgehalten. Die exakte Lebenspunkte. Oh, fuck my life. Und jetzt kommt... Ah, Gott sei Dank, nicht nochmal was. Hire the Beams, schon wieder. Okay, wir haben das letzte Mal das mit Clay gemacht. Warte mal. My Lord, that's a terrible... Das ist schon wieder... Das sind schon wieder die alten Beams. Das Problem endet anscheinend nie. Also mit Clay... Clay war eine blöde Idee. Wir suchen jetzt einfach mal die Stadt nach neuen Beams. Toll. Aber es ist ja auch das, was am wenigsten was Schlimmes was passieren kann. Wir haben eh keine Scroll. The expedition was really dangerous affair, Sire. We got the roof repaired, but not fast enough. A section of the ancient beam collapsed and destroyed a scroll from our collection. Ja, wir haben eh keine gehabt. Das war ganz gut. Oh, es gibt nochmal einen dritten Tag. Oh Gott, 150 von unserem guten Äther wird einfach weg sein. Aber egal. Go west. Yeah. Life is peaceful there. By the shining coins, Sire, the Merchant's Guild is asking to form a convoy going to the western shores. The chances for a successful journey are meager, but if luck wings at them,
Caravan may return with a wonderful rich load. Okay, also es gibt anscheinend eine geringe Chance, dass man in diesem Westen irgendetwas findet. Die Händler-Gilde möchte das zwar, aber wenn uns das Glück zuwinkt, dann kann man vielleicht sogar mit einer großen Ladung irgendwas zurückkommen. Refusen werden wir nicht. Send some mages with them, let them go on their own risk. Ja, komm, wir machen let them go on their own risk. Was? Warum? Warum stirbt einer meiner Magier, wenn ich nie... Ich hab doch keinen Magier mitgeschickt. The convoy is lost, sire. They didn't have enough protections and... anyway, the seas they were fighting are too harsh to even try. The mages who volunteered to go with the merchants didn't make it. I'm afraid... Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Das, wie gesagt, das Spiel ist aber auch noch Early Access. Ich hab's ja auf eigenes Risiko hingeschickt, ne? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass jetzt ein Magier gerade eben gestorben ist. Alles klar. Ich werde. Aber schon 4 Tage? Man wollte mich verarschen? Warum haben wir jetzt hier schon 4 Tage? Ja, Expedition failed. Okay. Keine Ahnung. Also, das war jetzt gerade eben doppelt fragwürdig. Ja, also auf jeden Fall werde ich das jetzt hier mal reparieren. Wir haben ja die Punkte dazu. Wir haben ja einen Magier gerade eben verloren. Was ich irgendwie nicht so geil finde. So, und das hier würde jetzt hier 200 kosten, was wir nicht haben. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich würde schon ganz, ganz gerne wissen, was rauskommt, wenn ich jetzt hier noch das nächste Level mache. Ich kann halt hier keinen Mage assignen. Warum? Wo ist mein Magier gestorben? Hier ist mein Magier gestorben. Ich spare jetzt mal am Ende der Folge. Ich möchte mal wissen, was dabei rauskommt, wenn ich jetzt hier das nächste Level mache. Wobei die Frage ist, ob wir das überhaupt überleben. Ein Raid. Unsere Garnison hat 35 Schaden erlitten. Und dann The Fire. Sire, one of our garrison in Great Greenwater is surrounded. The Fire Eaters are coming in great numbers and they are no prisoners. We'd leave, but there are still children and weak folk there. We don't want him to burn alive, but the case is almost hopeless. What should we do? Ich habe dieses Event noch nicht gehabt, aber ich habe schon mal ein anderes Event gehabt mit wandelnden Toten. Und da war es sehr kacke, dass ich geholfen habe. Es war sehr kacke für mich. Ich würde einfach sagen, hey, wo sind die Children? Wir hauen einfach ab. Wir sind jetzt einfach mal feige, ne? Uns geht selber schon nicht gut. War schön mit euch. Macht's gut, ich hau einen Sack. Ja, und ihr wisst ja, ein Arschloch sein hat geholfen. Der Weltenbau hat sich regeneriert. The fire in our hearts was hotter than the hell itself. Not only have we beat the flame eaters, was? We even won some trophies. Was? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich bin einfach abgehauen und angeblich habe ich jetzt gewonnen. Also ich habe das Gefühl, dass die Entwickler hier nochmal ein bisschen nachbessern müssen. Aber wie gesagt, das Spiel ist Early Access. es ist irgendwie witzig, dass das jetzt so passiert. So, und jetzt haben wir nochmal Eye of the Storm. Das ist auch ganz gut. Und das... Ach komm. Aber das Gute ist, dass es ein schwacher Raid war. Okay. Jetzt werde ich erstmal hier diese 200 ausgeben, um zu gucken, was passiert. Da kommt das dritte Gebäude jetzt hier an den Start. Das kenne ich noch gar nicht. Was kann das? Wir können jetzt hier mehr sammeln. Oh la la. Oh la la. Das ist ja natürlich genau das, was wir wollen. This vessel of the finest crystal contains your aether reserves. Ja. Sehr, sehr nice, Leute. Sehr, sehr nice. Das sind unsere aether Reserven. Ja, und ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt noch eine Runde. Wir haben eh nichts mehr. Wir können sofort weitergehen. Das heißt, wenn jetzt hier 3 oder 4 Tage kommen, dann haben wir dann wirklich hier 400, also 300 bis 450 angesammelt. Dann können wir hier mal richtig ranklotzen. Wie gesagt, bin mal gespannt. Vor allem halt auch, wir werden dieses Spiel dann weiterspielen am Dienstag im Stream. Breath of Winter. Great cold is coming, sire. I feel it in my bones. It won't last long, but it will be severe. Keine Ahnung, ja. We have we have to think of some solution here. If we don't react quickly, half of the city will freeze to death. Ach du Scheiße. Burn any wood you find. Ich mache jetzt mal ein bisschen was vom Weltbaum wegschneiden. Ich hoffe, dass da haben wir auf jeden Fall genug Holz. Das hat 25 Schaden gemacht. Seid ihr wahnsinnig? Auweia. The tree's mighty damage, sire. I don't think that we can use it as a source of wood anymore, and that's grog at the tavern was definitely too much. But the winter's over and we haven't lost a single soul. Ah, das ist okay. Und Eye of the Storm. Nichts Schlimmes passiert. Und dann gibt's nochmal einen Raid. Boah, was für ein harter Angriff, ey.
LOL. Wir sind tot. Was? Warum? Was ist gerade passiert? Was ist... Der vierte Tag. Die Garde wurde anscheinend einfach überrannt. Oder wie, oder was? Und jetzt sind wir tot. Comeback Special. Death Style is only the beginning. Once your spirit leaves the body, you'll be seeing a bright light. Stay away from it. Head for the darkness and we will meet again. Can you hear me, sire? You are dead still, but soon we'll be back. However, we may use this time we have wisely. Where would you like to send your soul to wander and observe? A short, unnoticed visit in the past. Future of the present shows the way and I'll guide you. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe schon mal in die Vergangenheit geguckt, ich habe schon mal in die Zukunft geguckt. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Aber ich gehe jetzt mal in die Gegenwart. Welcome back, sire. You remember anything? Well, I tell you what you saw. There was Magnus sitting in a dark chair in a dead city. There was seat with a heart beating loud and slowly, and there were you standing in a ring of fire. Ring of fire. But more important in this, the direction we know where to go now. Ja, wir sind nun offiziell THT. Unsere Achievements haben sich heute. Ich würde ganz, ganz gerne wissen, was uns eigentlich jetzt wirklich gekillt hat. War das wirklich jetzt ein Raid? Also wir sind auf jeden Fall tot. Und ich würde einfach mal sagen, also das Komische ist, ich kann jetzt Continue machen und ich weiß gar nicht warum. Das Komische ist, dass man, wenn man Continue macht, immer in einem Spielstand rauskommt, der anscheinend standardmäßig hier gespeichert ist, der nicht mein eigener ist. Das, wie gesagt, das Spiel ist da halt einfach immer noch ein bisschen buggy, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung warum, aber es ist Early Access. Es ist gerade mal jetzt seit dem 30. draußen und ich werde natürlich auch entsprechend an die Entwickler nochmal zurückmelden. Aber falls sich das Spiel interessiert, das hat definitiv Potenzial, um richtig Spaß zu machen und ich hoffe, dass es irgendwann noch auf Deutsch kommt, dann seid einfach dabei am Dienstag ab 20 Uhr, also Dienstag 4.12.2018 ab 20 Uhr auf twitch.tv/mörb. Da gibt es dann auch noch ein paar Codes für das Spiel zu gewinnen und dann könnt ihr selber versuchen, der Kanzler von Mittelburg zu sein, der Stadt. Der Magier, die zwischen den Welten existiert. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Am Dienstag. Tschüssi und Ade.